So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry 4. Wir sind hier bei der Arena, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wir werden dieses Mal weitermachen mit was auch immer die nächste Quest sein könnte, was auch immer wir machen müssen. Und ich denke mal, der Anfang ist, dass wir dieses Poster hier runterreißen. Ja, weg. So, solche Sidequests mache ich dann wieder in, Dings hier, in, Streams. Und hier haben wir ein A. Was ist ein A? In welche Richtung ist das überhaupt? Nicht richtig? Ich schaue, in diese Richtung ist das A. Wo ist das A? Da ist das A. Amida. Ja, dann können wir eigentlich das von Amida machen. Oder was ist Crafting? Was kann ich hier machen? Ah, Garlet Leopard Skin. Kann ich noch einen Quiver machen. Coolio. Dann gehe ich mal ganz kurz neue Pfeile kaufen, weil ich glaube, das brauche ich jetzt dann. Hier. Hallo. Ja, hi. Genau. Wir nochmal hier kurz was verkaufen. Und, ja, ich glaube, das war's. Maps kann ich eh keine mehr kaufen, da habe ich schon alle. Ja, genau. Maps habe ich wirklich. Im Moment, da liegt noch was. Ja, Maps habe ich aber alle. Dachte ich mir doch. Ja, dann machen wir einfach direkt bei der Hauptstory weiter, glaube ich. Nuri's Arena. Attack Mission. Ja, ich kann wieder da. Ich kann das auch machen, eigentlich. Ich glaube, ich mache bei denen gleich weiter. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich dahin fast travel und mir wieder den Elefanten gönne. Also machen wir das mal eben. Open. Und auf geht's. M700. Dann nehme ich mir einen Elefanten. Hallo, Elefant. Hallo, na? Greift ihr den Elefanten an? Nee. Weg von meinen Elefanten. Ich sag's euch einmal, Leute. Pam! Na, was willst du, Mistvieh? Gut gemacht, Elefant. I'm proud of you. Du bist der Beste. Keine Sorge, das wissen eh alle. Ihr habt meinen Elefanten getötet. Wollt ihr mich verarschen? Wie könnt ihr? Nein. 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 Warum? Ich dachte, du bist unzerstörbar. Nein. Ich werde dich in Ehren halten, wenn ich dich in eine Tasche verarbeite. Du hast mir treue Dienste geleistet. Ich werde dich nie vergessen. Hier krieg ich gar keinen Skin. Verdammt. Halt die Schnauze. Von euch kann ich jetzt gar nichts mehr haben, Alter. So. Jetzt ist aber Schluss hier. Mein Gott, Alter, sie haben meinen Elefanten getötet. Kann ich den Typen durchsuchen? Kann ich von dem was klauen? Inventory. Aha. Conflict Diamond. Alles klar. Ich muss mir einen neuen Elefanten holen. Mann, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass du dir wehtust, Elefant. Der Arme wurde einfach so von ihnen weggerammt. Das kann gar nicht sein. Normalerweise. Ich habe mit dem Viecher, mit dem Elefanten, habe ich sogar verdammte Nashörner getötet. Und dann stirbt er an so einem blöden Auto. Das kann doch nicht wahr sein. Das macht mich gerade traurig. Der arme Elefant. Und das nur, weil ich in diese Gefahr ausgesetzt habe. Ich fühle mich jetzt schlecht. Oh Mann. Dafür töten wir erstmal eine Ziege. Oh Mann. Er war wahrscheinlich noch ein junger Elefant. Er war noch schwach und nicht trainiert. Schade. Naja gut, wir gehen jetzt erstmal wieder rauf zu Yogi und Reggie. In mein Haus natürlich. Was auch immer die da machen. Und dann holen wir uns dort mal ein bisschen was. Warte mal, was mich gerade interessiert? Skills? Ride an Elephant, ja. Hm, ja,
Ja. Wäre cool, wenn ich irgendwie den Elefanten upgraden könnte. So gepanzert oder so. Gibt's sowas? Weiß das jemand? Das würde mich interessieren. So, dann stelle ich dich hier vorne gleich wieder ab. Da, wo du letztes Mal auch warst. So. Wir sehen uns später, Dicker. Können wir kurz nochmal die Kiste, wenn die hier direkt ist? Jawohl. Hier vorne ist auch noch einer. Warum nicht? Gönn ich mir kurz. Und hier mal wieder einen schönen Ausblick. Hey, das sieht echt extrem cool aus hier oben, muss ich zugeben. Da muss man mal wieder einen Screenshot machen, ja? So. Alles fresh. Sieht echt cool aus hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu denen rein und machen noch die Mission. Das geht sich noch locker aus. Guck, der Elefant genießt die Aussicht auch. Manchmal ein Zaun kaputt. Ganz ruhig. Alles ist gut. Hier tut dir niemand was. Still alive, Bags. Hang on, my friend. I know you're angry with Donald, but what are you doing? He means trouble. And it's Yogi, you cunt. I still want to shoot you both. Listen, I don't blame you for wanting to put a hole in Reggie here. Look, we're trapped in this bloody country. Like you, or I'd be nicked our passports, and they're getting us to fuck over folks. Like you. And we can't go back to India after that incident with the cow. Cows, right, cows, what the fuck? Yeah, there's 10 million hits on YouTube so far. Really? Yeah, it was... Okay, look. We thought no one wanted to parlay. We didn't think she was gonna throw you in the arena naked. Yes, we did. That's why you bet against him. I only technically bet against him. I was trying to cover the spread, my Ich will die abschießen. Ohne Spaß. So lustig, wie sie auch sind. Ich will die einfach abkönnen und schauen, was passiert. I had no doubt. I bet on you, mate. Check it out. Which I'm more than willing to split with you, 60-40. 40-60. 37. Right, just take the whole lot. You deserve it. Fighting with your tackle flip-flopping about. Yeah. Oh, we're very impressed. With his tackle? With his fighting, he was very gladiator. I would say more 300. I want you two gone. I want you out of my house. I'm taking it back. And if you ever... We'll shoot Donald together. It's Yogi. Smoke? Leave. Right. Just give us a second to pack. Yeah, we're nesters. It's a bit of a mess. Dann gleich wieder eine Spritze auszieht, Alter. But first... So what used to be here? One of those thinkers? Yes. Clever clocks. What happened to it? Now that is a story worth telling. Yeah. Drugs, intrigue, danger. It's all there. I just want the short version. Fine, the short version. We were new arrivals in Kairat. Fresh off the boat, so to speak. Yes, and we were eager to sample the local horticulture scene. Very eager. We were not disappointed. No, not in the slightest. And it was all thanks to a kindly old guru who helped open our minces. Right. That day, we reached a level of herbal nirvana unlike any other. When it was all said and done, we asked the guru who his supplier was. That's when we heard of Shangri-La. Shangri-La. It's like a... The ghost of ancient Kairat. Ancient Kairat? Yeah, it's more like the ghost that never was. So it's like Schrodinger's cat. Schrodinger's Kairat. Guys, the short version, right? Right, back on track. So the guru told us that he had journeyed to a story place, and when he was there, he nipped a few buds. This was all made possible through a mystical tanka that hung on this very wall. So what happened to it? It was torn to pieces and scattered throughout Kairat by persons unknown. Ah, jetzt muss ich wieder neue Sachen sammeln. But not to worry. The old geezer sold us a map that led to a cave not far from right, here. Right, a cave with a scary door. Right, really scary. As much as we wanted to chase that dragon, the door had a certain do not enter sort of quality to it. So where's the map? Mein Elefant? I think we used it as a rolling paper, but no worries. The cave is easy to find. You just head west from it. Yeah, right. And when you find a door with a really scary face on it, you know you're in the right place. Oh, yeah, and bring us back a few buds, yeah? Sie haben schon wieder geschafft, mich aus meinem eigenen Haus rauszuwerfen. Alter.
Nur 20.000 habe ich bekommen dafür, dass ich so viele Leute da... Oh, Alter. Kann man nicht wahr sein. So, da muss ich hin, okay. Gut, pass mal auf. Ich würde ganz gerne das Ding hier hinten noch holen. Da ist nämlich noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob das ein Lost Ladder ist oder was genau das ist. Ich denke aber schon... Ja, genau. Und dann machen wir das jetzt hier unten noch. Mal ganz fresh. Den Elefant muss ich dann leider da lassen, wenn ich da schnell hin will. Ah ja, kann man aber nichts machen, ne? Nein, Mohan Geld ist schon alles. Ist kein Lost Ladder. Ups. Meinte ich natürlich. So, Parachute. Alles klar. Oh, es gibt eine neue Signature-Weapon. Cool. Ich hätte mir vielleicht ein Auto nehmen sollen oder sowas. Na, vielleicht kann ich mir diesen Truck da vorne gleich holen. Hä? What the fuck? Ich will den Bär da töten. Okay, dann lauf halt weg, Bär. Ist mir auch egal. Blöd gelaufen, ne? Fuck. Oh, scheiße. Alter, mehr Glück kann man nicht haben, oder? Dieser blöde Bär hat mich gerade angegriffen. Und dann kommen von der anderen Seite diese Viecher. Diese Viecher, ja genau. Die Typen und wollen mich umbringen. Und was passiert genau in diesem Moment? Sie überfahren den scheiß Bär und hauen ab. Wie kann man so viel Glück haben? Das ist unverschämt. Unglaublich. Ich hätte mir trotzdem ein Fahrzeug nehmen sollen. Das ist sau blöd, was ich mache. Und was ist hier? Hast du mich gerade angefahren? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Immer wieder derselbe Scheiß. So, dieses Auto nehme ich mir gleich. Ich will die Typen hier noch kurz looten. Muss ich deinen Körper jetzt mitnehmen, oder was? So, pass auf. Zack. Jetzt habe ich ihn aber eh schon gelootet. Was hast du noch mit? Trucker Speed, natürlich. So, dann reparieren wir das Ding kurz. Geht ja ganz fix. Noch ein bisschen hier auf der Scheibe. Ein bisschen hier hinten, den Reifen. Wie es gehört. Und ich nehme mal lieber die PKM. Und dann nehmen wir uns mal eben dieses Auto. What the fuck? Nee, Alter, kein Bock. Gerade nicht, sorry. So, ich steig mal ganz kurz hier aus. Und dann schauen wir mal, was hier abgeht, weil hier ist anscheinend irgendwas los. Banashur's Tree of Life. Ja genau, das ist etwas, was wir gesehen haben. Und hier gibt's auch mal Mohan Gales Journal. Zwei noch für einen Reward. Sehr schön. Und da vorne ist noch ein grünes Blatt, das brauche ich auch noch. Für meine Syringes. Glaube ich. Das ist doch ein Green Leaf, oder? Nein, das ist Ngeku. Ngeku. Whatever. Oder ne, das habe ich gerade von was anderem bekommen, oder? Ne, Green Leaf. War schon richtig, ja. Ich repariere euer Auto. Ja, natürlich. Ich fahre in einem feindlichen Auto, aber es juckt euch anscheinend nicht. So. Nur weil ihr selbst nie ein Schweißeisen mit habt, ne? Ihr seid Dummköpfe. Und diesmal schweiß ich nicht deinen Fuß, keine Sorge. So, Geld her. Geld her. Redest du mit mir vielleicht? Danke. Und du auch noch? Gibst du mir auch noch Geld? Halt die Schnauze. Leute, ich nehme jetzt trotzdem euer Auto. Mir egal.
Juckt mich nicht. Rubby Ray Rana schon wieder. Geilo. Da ist noch eine Kiste. Wenn ich schon mal hier bin, nehme ich das alles mal mit. Gott, oh Gott. Hey, die Folge schaffen wir das nicht mehr, dann werde ich gleich noch eine dranhängen müssen. In der ich, diese Quest für Yogi und Reggie mache. Ich muss da jetzt erstmal hinkommen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Ich beende die Folge jetzt einfach hier und wir fahren in der nächsten Folge hin. Machen wir das direkt in einer Aufnahmesession. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Tschüss.